Hallo in die Runde. Wir sind hier im Schlosspalais, im Erdgeschoss, und zwar in einem Zimmer, das leider keinen historischen Boden mehr hatte. Der ist aus unerklärlichen Gründen hier verschwunden. Kann auch keiner jetzt augenblicklich sagen, was da passiert ist. Das ist aber auch nicht das Problem, denn wir hatten aus anderen Bauabschnitten welche übrig, sodass wir historische Dielen in diesem Raum verlegen können. Hier haben wir einen sehr schönen, wertvollen Stapel alter Peachbein-Dielen. Wenn man es mal sieht, so sehen die aus, wenn sie 100 Jahre und länger benutzt wurden. Und so sehen die von der anderen Seite aus. Und das ist ein tolles Holz, was wir wieder zum Vorschein bringen. In ca. 40% aller Räume ist Peachbein verarbeitet. Und das ist noch ein Rest, den wir hier dazu verwenden können. Ja, ich bin gerade dabei, nach verlegter Unterkonstruktion und Verstärkung und Ausfüllung der Hohlräume mit einer Blade-Hundschüttung die Peachbein-Dielen zu befestigen, sodass im zweiten Abschnitt dann die Böden geschliffen werden, dann entbehandelt und sodass dann die Sache auch übergeben werden kann. Ja, hier sind wir im Erdgeschoss in einem der unteren Räume mit einem Versailler Parkettboden, der schon in der Bearbeitung war, jetzt eigentlich noch kurz vor dem Zwischenschliff steht. Und mein Kollege, der Herr Schmidt, hat diesen Boden aufgearbeitet. Und das ist jetzt der Zustand in der ersten Bauphase. Wir werden in der zweiten Bauphase, nachdem die Maler und die Restauratoren auch hier durch sind, diese Böden weiter bearbeiten, entbehandeln und dann denke ich mal, dass sie im Herbst für die Benutzung dann freigegeben werden können. Soweit ist der Plan.